Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Pressekonferenz des Sächsischen Wissenschaftsministeriums. Ich darf zunächst gleich mal das Podium vorstellen. Da ist zum einen der sächsische Wissenschaftsminister Sebastian Gemko. Er wird dort unterstützt von Professor Veit Rösner. Er ist Direktor der Klinik für Jugendpsychiatrie am Uniklinikum Dresden. Und auch Dr. Julia Golub ist an dieser Klinik mit tätig. Hintergrund dieser Pressekonferenz ist eine Handreichung, die im Rahmen einer großen Forschung am Uniklinikum über die medizinische Fakultät in den letzten Jahren vollbracht wurde. Und in dieser Zeit hat man sich sehr intensiv mit nochmal dem Drogenkonsum von Jugendlichen, von Heranwachsenden zwischen 12 und 19 Jahren auseinandergesetzt, hat sehr empirisch auch sich damit befasst, welche Auswirkungen diese Drogen im heranwachsenden Alter haben. Und herausgekommen, das ist praktisch das Ergebnis dieser Forschung, ist eine Handreichung, die sich da nennt Delta. Was das genau bedeutet, das hören Sie dann gleich von den Protagonisten auf dem Podium. Ich darf vielleicht noch ganz kurz ein, zwei Worte zum Prozedere sagen der Pressekonferenz. Wir sind, wie gesagt, komplett online. Das heißt, viele Kolleginnen und Kollegen sind heute im Chat. Und ich würde dann in der Fragerunde auch darum bitten, dass Sie mir Ihre Fragen in den Chat schreiben. Ich werde die Fragen dann vorlesen. Die Protagonisten, je nachdem, wer angefragt ist, wird antworten. Und dann freue ich mich auf vielleicht circa eine Stunde Pressekonferenz jetzt mit Ihnen. Ich darf aber jetzt das Wort ans Podium übergeben. Den Anfang macht der sächsische Wissenschaftsminister Sebastian Gemko. Ja, von mir ein herzliches Willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Thema interessieren. Ich begrüße auch Herrn Professor Rösner, Frau Dr. Golub vom Uniklinikum in Dresden. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie dabei sind, dieses Thema vorzustellen. Wir hätten das eigentlich im Uniklinikum gemacht, da hätte es auch hingehört. Aber aufgrund der aktuellen Situation, wie Sie alle wissen, wusste man nicht, wie wir da mit der räumlichen Situation umgehen können. Insofern freue ich mich, dass Sie hierher gekommen sind und freue mich, dass Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, sich zugeschaltet haben oder auch hier mit im Raum sind. Das Anliegen, auf das wir hier Aufmerksamkeit lenken wollen, findet in meinen Augen gegenwärtig doch zum Teil zu wenig Beachtung. Es geht um den Drogenkonsum und damit in Zusammenhang stehende vielfältige Probleme bei Jugendlichen. Ausgangspunkt hier ist eine Forschungsarbeit der Medizinischen Fakultät der TU Dresden am Uniklinikum aus der Landesforschungsförderung, aus der wir solche Forschungsprojekte unterstützen, wurde dieses Projekt mit 500.000 Euro unterstützt. Die Landesforschungsförderung, wie Sie wissen, ist eine Titelgruppe im Haushaltsplan des Wissenschaftsministeriums, aus der verschiedene Forschungsprojekte realisiert werden können. Hier in diesem Fall das Thema, über das wir gleich sprechen werden. Das Ergebnis dieser Forschung, wenn man so sagen darf, ist ein Handlungsleitfaden, der entwickelt worden ist, ein Therapieleitfaden. Und aus der Vorbefassung habe ich gelernt, dass es ganz verschiedene Ansätze in Deutschland gibt. Aber in dieser Kombination hier gibt es diesen Therapieleitfaden noch nicht. Das heißt, es ist also ein ganz praktisches Instrument für all diejenigen, die im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie arbeiten. Und ich glaube, es ist auch deswegen wichtig, dass es solche Therapieleitfäden gibt, weil, wie ich auch aus den Vorgesprächen erfahren habe, in den vergangenen Jahren verstärkt Krankheitsbilder zu beobachten sind, die aus dem Missbrauch von Drogen resultieren. Und wenn wir in diesen Monaten auch über die Legalisierung von Cannabis diskutieren, das ja auch geplant ist, hier eine Freigabe zu erlangen, dann glaube ich, ist es erstens wichtig, dass es diese Therapieangebote gibt. Und es ist, glaube ich, auch nochmal eine gute Gelegenheit, auf die Risiken hinzuweisen, die mit einem solchen Schritt verknüpft sind. Und wenn ich mir diese Einschätzung erlauben darf, dann wird vermutlich in Zukunft Ihre Arbeit noch viel, viel wichtiger werden, als sie das heute schon ist. Und vielleicht können wir auch zu diesen Konsequenzen im Laufe dann unserer Ausführungen dieses Gespräches noch etwas mehr sagen. Ich würde jedenfalls jetzt zunächst an Herrn Professor Rösner und Frau Dr. Golub übergeben, um uns die Inhalte dieser Delta-Studie und des Therapieleitfadens zu geben. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Golub, bitte. Sehr
Sehr geehrter Herr Minister Gemko, vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich sehr, hier zu sein, und ich freue mich sehr, das Projekt vorzustellen, das durchs Wissenschaftsministerium aus Landesmitteln des Freistaats Sachsens unterstützt und gefördert wurde. Das Projekt haben wir DELTE genannt. DELTE steht im Griechischen für eine Veränderung und als Akronym für Dresdener Multimodale Therapie für Jugendliche mit chronischem Suchtmittelkonsum. Im Rahmen des Projektes haben wir 3 Jahre lang das Therapieprogramm erstellt und etabliert und evaluiert. Und wenn ich sage wir, ich stelle uns kurz vor, wir sind die Spezialambulanz für Suchtstörungen im Kindes- und Jugendalter. Wir sind an der Medizinischen Fakultät, an der TU Dresden, an der Uniklinik und sind ein Teil der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik und Poliklinik unter der Leitung von Herrn Professor Rösner, der heute auch hier ist. Wir bestehen aus Ärzten, Psychologen, Sozialarbeit und wissenschaftlichen Mitarbeitern, und primär beschäftigen wir uns mit der Patientenversorgung, mit Jugendlichen, die suchterkrankt sind, führen auch, wie das Projekt, das ich heute vorstelle, Studien zu Suchtfragen im Jugendalter und versuchen in der Qualitätssicherung der Suchtprävention und Suchtbehandlung mitzuwirken. Warum hat es uns gebraucht oder warum braucht man unsere Spezialambulanz und was waren die Ziele, die wir in der Versorgung verfolgen, und was waren die Ziele für die Studie? Wir haben eine riesen Versorgungslücke im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Bereich, was die Versorgung von Minderjährigen, die suchterkrankt sind, betrifft. Es herrscht ein absoluter Mangel an jugendspezifischen Behandlungsoptionen, sowohl vollstationär, aber noch weniger im ambulanten Bereich. Es gibt keine Therapieprogramme, die für diese Patientengruppe passend konzipiert sind. Und es gibt keine Therapieprogramme, oder es gab, also wir hoffen, dass DELTE jetzt diese Lücke schließt oder dazu beiträgt, dass die Lücke geschlossen wird. Therapieprogramme, die auch Angehörige und Eltern in die Therapie einbeziehen. Die Spezialambulanz für Suchtstörungen versorgt Jugendliche, die zu uns wegen Suchtstoffkonsum kommen. Das ist Cannabis, aber auch chemische Drogen, Jugendliche mit Alkoholsucht und Jugendliche mit Mediensucht und Spielsucht. Uns gibt es seit 2017 an der Uniklinik, an der Kinder- und Jugendpsychiatrie, durften wir unsere Arbeit in diesem Jahr 2017 beginnen und haben seitdem ca. 400 Jugendliche versorgt und sehen 100 Jugendliche im Jahr, 100 Neuvorstellungen. Die Jugendlichen, die zu uns kommen, sind zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr. Ganz schnell merkten wir, dass uns an therapeutischen Werkzeugen mangelt und dass wir nichts aus den bestehenden Therapieprogrammen nehmen können, was gut passt, und haben uns beworben für eine Förderung beim Wissenschaftsministerium und haben diese Förderung erhalten, die uns unterstützt hat vom Februar 2019 bis Ende letzten Jahres, das Therapieprogramm DELTE zu etablieren. Im Sommer wurde das Manual von DELTE durch Hochgreifer Verlag publiziert und ist jetzt deutschlandweit verfügbar. Was bedeutet DELTE? DELTE ist ein Therapieprogramm, das zum Ziel hat, Jugendliche zu begleiten bei der Reduzierung vom Suchtmittelkonsum durch Aufbau von suchtmittelfreien Phasen und mit dem Ziel einer dauerhaften Abstinenz und einer adäquaten, entwicklungsadäquaten Lebensgestaltung. Das ist Schulbesuch, das ist eine Ausbildung. Die Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen, sind strukturiert in 16 gruppentherapeutische Sitzungen und 8 Einzeltherapien, und wir beziehen auch die Eltern mit ein in 8 Gruppensitzungen für Angehörige.
Ich werde jetzt nur für, ich sag mal, für die Fachpresse zeigen, wie, wie DELTE konzipiert ist. Also das ist konzipiert aus verschiedensten Elementen, die wir für Jugendliche angepasst haben. Zentral sind Motivational Interviewing, kognitive Verhaltenstherapie, Psychoedukation. Was für DELTE auch sehr wichtig ist, ist, dass wir auch auf die komorbide Störungen eingehen. Komorbid bedeutet, das sind psychische Störungen, die neben dem Substanzkonsum vorliegen. Und es gibt multitherapeutische und familientherapeutische Ansätze. Neben der Etablierung der Therapie haben wir auch die Erfolge evaluiert. Wir haben Jugendliche klinisch und im Befinden gesehen vor der Therapie, nach der Therapie und zu einem Follow-up-Termin 12 Wochen nach dem Ende der Therapie. Und wir haben versucht, sowohl die Programmerfolge zu beschreiben, in der Umsetzung, wie gut das Therapieprogramm im Alltag umgesetzt werden kann, wie gut kommen oder wie gut finden Jugendliche das Programm, aber auch, dass wir jugendliche Konsumenten im Blick haben und sie beschreiben, auch ihre Vulnerabilitäten und Ressourcen sehen und auf diese dann therapeutisch eingehen können. Neben dem therapeutischen Manual wurden aus dem Projekt zahlreiche Arbeiten bereits publiziert. Und ich werde nur ein paar Daten aufgrund der Zeit zeigen, die vielleicht die Jugendlichengruppe beschreiben, die unsere Hilfe braucht und in das therapeutische, in die therapeutische Arbeit einbezogen wird. Sie sehen jetzt hier, es ist so, dass die meisten Jugendlichen, die zu uns in die Ambulanz kommen, kommen wegen cannabisbezogenen Störungen. Sie zeigen entweder Abhängigkeitssymptome oder schädlichen Gebrauch von Cannabis. Auf Platz 2 sind alkoholbezogene Störungen und erst dann werden sie gefolgt von Stimulanzien sowie Amphetamine, Methamphetamin, MDMA. Die Jugendlichen, die zu uns kommen, leiden fast immer an einer begleitenden psychischen Störung, meistens Störung des Sozialverhaltens und hyperkinetische Störungen, aber auch Depressionen sind sehr häufig. So, dass wir versuchen, vor allem in Einzeltherapien auch diese komorbide Störungen im Blick zu haben und therapeutische Arbeit darauf zu richten. Ich gebe nur so ein paar Eckdaten. Wie gesagt, also 84% aller Jugendlichen zeigen schädliche Gebrauch oder Abhängigkeit von Cannabis, gefolgt von Alkohol und Stimulanzien. 3/4 aller Patienten haben mindestens eine weitere, nicht suchtbezogene begleitende psychische Störung. Mädchen zeigen höheres Risiko an depressiven Störungen oder an Persönlichkeitsentwicklungsstörungen zu leiden. 65% aller Jugendlichen, die bei uns in der Ambulanz sind, berichten über ein erlebtes Trauma, Misshandlungen, Missbrauch. Circa 1/3 berichtet im letzten Jahr über suizidale Gedanken und 24% über einen Suizidversuch. 40% Jugendliche, die wir behandeln, wiederholen ein Schuljahr und 11% haben die Schule ganz abgebrochen, ohne einen Schulabschluss bekommen zu haben. Ja, was das Programm betrifft, ich darf jetzt nur ja, sehr allgemein die Ergebnisse zeigen, weil wir gerade im Rahmen der wissenschaftlichen Forschungspublikation in Absprachen mit der Zeitschrift uns befinden und erst da sollen die Zahlen erscheinen. Danach darf ich sie weiter berichten. Aber was wir gesehen haben, dass das DELTE-Therapieprogramm eine gute Umsetzbarkeit zeigt, dass sie im Vergleich zu anderen KJP-Therapien auch gute Adhärenz hat. Das heißt, Jugendliche kommen zu uns und bleiben in der Therapie. Was wir noch sehen, ist, dass Substanzkonsum und damit assoziierte Probleme durch die Intervention weniger werden.
Und wir sehen, dass auch andere Störungen, genau, dass wir je mehr Sitzungen Jugendliche besucht haben, desto weniger wurde der Konsum von Substanzen. Was andere Störungen betrifft, dass Depressivität auch durch das Therapieprogramm verringert wird und auch die sozialen Verhaltensweisen und soziale Probleme, da zeigt das Programm auch bedeutende Erfolge. Anzahl von besuchten Sitzungen war auch assoziiert mit weniger sozialen Rückzug und weniger Aufmerksamkeitsproblemen und verbessertem Sozialverhalten. Ja, das Programm, die Entwicklung, das Projekt fand bei uns statt, wie bereits gesagt. Wir sind sehr, sehr dankbar für die Förderung, die wir erhalten haben, die uns das Projekt ermöglicht hat, auch für die gute Struktur und exzellente Unterstützung durch die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und das Universitätsklinikum Dresden. Das ist hier das Team und rechts ist das Delta-Manual, das jetzt frei verkäuflich ist und von Therapeuten deutschlandweit angewendet werden kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Minister Gemko, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Golub, es freut mich außerordentlich, heute hier zu sitzen und einem unserer vielen Themen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie eine solche Aufmerksamkeit zugeteilt zu sehen. Das freut mich wirklich sehr. Sie hatten schon vieles angesprochen, Frau Golub, was ich nur im Groben und vielleicht ein bisschen breiter als nur auf die Suchterkrankungen fokussiert kurz berichten will. Zum einen natürlich auch der Dank von meiner Seite an das Sächsische Wissenschaftsministerium, aber vielleicht auch an die vielen anderen, wie zum Beispiel Professor Albrecht, der vor vielen, vielen Jahren auch die Idee dazu maßgeblich mit unterstützt hat, dem Vorstand des Universitätsklinikums. Und was natürlich auch ganz toll ist, dass wir dann deutschlandweit jemanden gefunden haben, trotz Fachkräftemangel, der gesagt hat, na, das ist eine tolle Idee, da kann ich was Neues aufbauen, das ist ein tolles Thema. Es ist eine tolle Struktur, die dahinter steht und es ist auch eine ausreichende und langfristigere Förderung, was auch im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht immer ganz so einfach ist. Da auch nochmal Dank an alle und auch ein großer Stolz, den ich hier verspüre, dass am Ende sowas rauskommt, was eben auch international sichtbar ist durch die Publikationen und auch durch die Publikation weiterleben wird und auch in Deutschland bereits genutzt wird. Sie, Frau Golub, haben es ja schon angesprochen, dass es eben bei Kindern und Jugendlichen zum Teil natürlich um Suchtmittelkonsum geht, zu einem anderen Teil aber auch um begleitende Probleme. Und da sind wir natürlich bei dem Thema, was uns alle in der Gesellschaft umtreibt, umtreiben sollte, dass wir frühzeitiger ansetzen müssen. Wir haben auch viele, viele Kollegen, die gute Forschung in der Erwachsenenpsychiatrie machen, aber zunehmend sagen, es wäre natürlich gut, wenn wir früher forschen würden, wenn wir früher intervenieren würden, wenn wir präventiver handeln würden. Und da ist es natürlich toll, wenn sich auch ein Ministerium dafür interessiert und sagt, ich nehme Geld in die Hand, ich fördere sowohl die Forschung als auch die klinische Versorgung und kann eben etwas aufbauen, was hier im ostsächsischen Raum dringend gebraucht wird. Und da geht so ein bisschen dann auch schon mein Blick in die Zukunft. Die große Frage ist natürlich immer, wenn eine Pilotstudie, ein Forschungsprojekt von der Förderung aufhört. Wir haben viele Anstrengungen unternommen, zum Teil auch schon erfolgreich, dass wir weitere Studien rund um das Delta-Manual auf den Weg gebracht haben. Auch hier vielen Dank an Sie, Frau Golub, und Ihr Team, dass Sie sich dabei Stiftungen und anderen Geldmittelgebern sehr bemüht haben, aktuell auch noch bemühen, dafür drücke ich auch die Daumen. Und zum Abschluss ist es natürlich auch heute wieder mein Anliegen, ob wir es nicht schaffen, diesen Geist, der in dieser Förderung, in dieser Zusammenarbeit entstanden ist, auch vielleicht auf andere Bereiche, auf die begleitenden psychischen Störungen, Sie hatten auch Mediensucht angesprochen, auch was leider immer mehr zunimmt, auszudehnen und bei allen Schwierigkeiten wie Fachkräftemangel, interdisziplinäre Zusammenarbeit, auch über das Medizinsystem hinaus und so weiter, etwas in Sachsen gestalten, was frühzeitig verhindert, dass wir lange Zeit Leid und viele, viele Kosten haben werden. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Rösner, sehr geehrte Frau Dr. Golub, herzlichen Dank auch an Ihr gesamtes Team
für diese wirklich wertvolle Arbeit. Und es wird nochmal ganz deutlich, was für ein großes Problemfeld Suchterkrankungen für Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft darstellen. Mehr und mehr natürlich auch Mediensüchte, die man ja zum Teil schon im privaten Umfeld ganz deutlich beobachten kann, das Verfügbarsein von Endgeräten, von Handys, von Padlets, was auch immer es gibt, zeigt, wie leicht junge Menschen, Jugendliche beeinflussbar sind und wie schnell sie in die Abhängigkeit solcher Geräte kommen. Aber es bleibt natürlich auch dabei, dass der Bereich der Suchtmittel darüber hinaus ein immenses Problem ist. Und ich hatte es schon gesagt, und andere Studien sehen es ja genauso, dass in den letzten Jahren die Fallzahlen immens steigen. Und in diesem Zusammenhang bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie nicht nur die Sachverhalte stärker beleuchtet haben, sondern vor allem auch etwas ganz Praktisches an die Hand geben, das deutschlandweit, ja, und darüber hinaus auch international einsetzbar ist, um diesen vulnerablen Gruppen, diesen leicht verletzlichen jungen Menschen zu helfen. Und das muss unser aller Anliegen sein, dass wir in Zukunft weniger dieser Probleme haben, dass weniger Kinder und Jugendliche diese Krankheiten bekämpfen müssen, dass wir sie insbesondere weniger dieser Menschen helfen müssen, einfach weil es weniger Patienten gibt. Das hoffe ich. Und umso mehr besorgt mich der Trend, auch gerade in der öffentlichen Diskussion dahin, einzelne Suchtmittel freizugeben, hier insbesondere Cannabis, das ja in der Diskussion steht, möglicherweise in der kommenden Zeit freigegeben zu werden. Und ich verknüpfe damit die große Sorge, dass eine falsche Signalwirkung dieser Legalisierung entspringt, dass davon das Signal ausgeht, hier habe man es mit etwas Unproblematischem zu tun, dessen Konsum unschädlich sei. Diese Sorge habe ich sehr und appelliere, in dieser Diskussion mit zu beachten, welche schädlichen Wirkungen es für Kinder und Jugendliche hat, der Cannabinoidkonsum, der ja ganz deutlich auch in den vergangenen Jahren zu mehr Psychosen unter Kindern und Jugendlichen geführt hat. Und diesen Appell möchte ich im Rahmen dieser Pressekonferenz gerne mit aussprechen. Verbunden mit allen guten Wünschen an Sie, an Ihr Team, an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich in Deutschland mit dieser Thematik befassen. Viel, viel Erfolg, denn Ihr Erfolg ist, glaube ich, ein Erfolg für die gesamte Gesellschaft und ist maßgeblich dafür, dass die Menschen in diesem Land gesund sind. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister, auch Frau Dr. Gollub, Herr Professor Rösner. Hier im Chat sind jetzt schon eine ganze Reihe von Fragen reingekommen. Ich werde einfach chronologisch jetzt die Fragen mal vorlesen, so wie sie reingekommen sind. Der erste war Jörg Schurich von dpa. Er sagt, dass die Versorgungslücke in der Kinder- und Jugendpsychiatrie schon seit Jahren ein Thema ist. Was will die Regierung unternehmen? Brauchen wir da ein ressortübergreifendes Handeln? Es ist natürlich ein Schnittstellenthema, das nicht nur den Bereich des Wissenschaftsministeriums betrifft. Wir als Wissenschaftsministerium sind zuständig für die beiden Uniklinika in Deutschland, allerdings vor allem, was ihre infrastrukturelle Ausstattung betrifft. Es gehört zur Wahrheit dazu, dass wir einen Investitionsstau im Bereich der beiden Uniklinika haben. Aber wir haben im Rahmen der Bewältigung der Corona-Pandemie ganz erhebliche finanzielle Mittel nochmal aufwenden können, um hier in die beiden Uniklinika zu investieren. Und es wird auch mein Ansinn sein, in den kommenden Haushalten, sofern ich Sie verantworte, hier eine bessere Ausstattung unserer Uniklinika zu erreichen. Das betrifft natürlich genauso die medizinischen Fakultäten. Und das sind letztlich die Ressourcen, über die wir in unserem Bereich entscheiden können, die dann letztlich auch der Arbeit von Herrn Professor Rösner, Frau Dr. Gollub zugutekommen. Und es bleibt darüber hinaus natürlich unsere Landesforschungsförderung, die offen steht für weitere Projekte dieser Art. Und dazu möchte ich Sie auch herzlich ermuntern, sich auf diese Mittel zu bewerben, die regelmäßig nicht ausreichen, auch das muss man sagen, auch das wird natürlich das Ziel sein, hier diese Forschungsförderung aufzustocken. Aber ich bitte Sie dann auch regelmäßig, sich darauf zu bewerben, damit Sie solche Projekte weiter verwirklichen können. Und darüber hinaus bleibt es natürlich eine Dauerdiskussion, in die ich auch mit Herrn Professor Rösner schon vor einiger Zeit eingetreten bin, wie es uns gelingt, ministeriumsübergreifend, zuständigkeitsbereichübergreifend diese Themen zu bearbeiten, damit wir hier ja, systemische Ansätze finden können, um diese Arbeit zu verbessern. Beate Dietze
von MDR Sachsen fragt, wie kommen die Jugendlichen in die Therapie der Spezialambulanz? Also woher letztlich? Die Jugendlichen kommen zu uns in Begleitung von ihren Eltern oder Betreuer. Häufig ist das Jugendamt auch die Schnittstelle, die darauf hinwirkt, dass Jugendliche sich vorstellen. Es gibt auch Jugendliche, die nach BTMG-Gesetz Auflagen von den Richtern haben. Und wir sind sehr, sehr dankbar dafür, dass auch diese Zusammenarbeit entsteht, denn es geht ja um Jugendliche, die sonst in die Therapie nicht kommen, und wir sehen große Erfolge, auch wenn Jugendliche, ich sage mal, den ersten Schritt nicht mit viel Motivation durchführen, dass es trotzdem im Verlauf der Therapie Eigenmotivation und auch therapeutische Erfolge zu sehen sind. Das sind so die Wege zu uns, auch nachdem Jugendliche aus Stationen entlassen werden, werden sie zu uns in die Nachsorge überwiesen. Roland Herold von der Leipziger Volkszeitung fragt wahrscheinlich auch direkt Sie, Frau Dr. Gollub, wie läuft eine Therapie konkret ab? Vielleicht können Sie ein, zwei Beschreibungen dazu nochmal machen. Ich habe eine Folie dafür. Ja, also ganz konkret ist es natürlich im Manual zu lesen. Wir haben immer einen Therapievertrag mit den Jugendlichen, in dem wir festlegen, was so die Regeln der Therapie sind. Zum Beispiel ganz wichtig, dass die Termine wahrgenommen werden und dass bestimmte Verhaltensweisen zwar erstmal vielleicht angenommen werden, aber sich nicht wiederholen dürfen, unter anderem über Rückfälle und Anzahl an Rückfällen und wie man mit einem Rückfall umgeht, wird im Therapievertrag festgelegt. Eine Jugendgruppe hat 4 bis 8 Teilnehmer und 16 Sitzungen. Wir nehmen immer ein Thema pro Woche. Es geht sowohl um suchtbezogene Themen, so wie Trigger oder Rückfälle, aber auch um Themen, die für Jugendliche auch sehr wichtig sind und die nicht trennbar sind von der suchttherapeutischen Versorgung. Es sind Themen wie Beziehungen, wie Umgang mit Emotionen, wie Selbstwert. Ja, in Einzeltherapien konzentrieren wir uns sowohl auf die einzelnen Verläufe und auf Schwierigkeiten, Rückfälle und ja, also die Umgebung von dem Jugendlichen, als auch auf die begleitende psychische Störungen, wie schon gezeigt. Also kaum gibt es bei uns Jugendliche, die nicht an andere psychische Störungen neben Sucht leiden. Die Angehörigengruppe besteht aus 4 bis 8 Teilnehmern, sind 8 Sitzungen. Es gibt sowohl Substanzkunde, nennen wir das. Also häufig wissen die Eltern gar nicht, was für Substanzen es gibt und was sie alles so auslösen und wie erkennt man Sucht. Und dann natürlich, wie hilft man, wie unterstützt man die Kinder. Es ist auch viel Austausch und Gruppengespräche, auch mehr Familiensitzungen mit dabei. Ja, für die einzelnen Werkzeuge sozusagen, also gerne das Manual in die Hand nehmen. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Okay, vielen Dank. Sven Eichstädt von der Ärztezeitung hat eine Frage gestellt. Er stellt voran, aufgrund der hohen Werte für die Komorbidität nutzen die Jugendlichen die Suchtmittel als Selbstmedikation, um ihre psychischen Sorgen zu lindern? Auf jeden Fall. Oder sie leiden an Komorbiditäten, so zum Beispiel Traumafolgestörungen, während der Zeit, dass sie Suchtmittel konsumieren. Also die Zeit, wenn Jugendliche in ihren Peergruppen sich befinden, wo Hochrisikoverhalten ausgeübt wird, ist die Zeit, wo auch traumatische Erfahrungen leider gesammelt werden und dann posttraumatische Belastungsstörungen entstehen können. Also das heißt, sowohl als auch
psychische Störungen vor dem Substanzkonsum oder psychische Störungen während des Substanzkonsums. Dann hat Michael Deutschmann von der BILD eine Frage gestellt, auch an Sie, Frau Dr. Golub. Aus medizinischer Sicht, welche Auswirkungen hätte aus Ihrer Sicht eine Cannabis-Legalisierung auf den Konsum und Missbrauch bei Jugendlichen? Was hieße das letztlich für die Zahl der Suchterkrankten? Legalisierungsfrage ist eine politische Frage. Ich bin Ärztin und ich kann sagen, was regelmäßiger oder dauerhafter Cannabiskonsum bei den Jugendlichen einrichtet. Sie haben die Zahlen gesehen, Sie haben meinen Vortrag gehört. Natürlich ist es so, dass ich unseren Jugendlichen sehr gerne wünsche, keinen Kontakt zu Cannabis bzw. so spät wie möglich. Und natürlich bin ich besorgt, was die Verfügbarkeit von Cannabis betrifft. Ja, Herr Professor Rösner ergänzt. Ich würde gerne noch zwei Punkte dazu ergänzen. Also ganz grob zusammengefasst kann man sagen, dass ungefähr bis zum 27. Lebensjahr, das ist jetzt einfach ein Durchschnittswert, der im Einzelfall natürlich abweichen kann, es nicht so ist, dass Cannabis keine auch grundlegenderen negativen Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung und Funktion bei allen, die es konsumieren, haben wird, bis hin natürlich zum maximalen Worst Case einer Psychose, die ja bis zu einem halben Jahr, einfach behandelt werden muss und große Funktionseinschränkungen mit sich bringen kann. Und der zweite Punkt, der mir nochmal wichtig ist, wir haben ja auch über nicht stoffgebundene Süchte berichtet. Wir erleben natürlich in einer immer individualisierteren Gesellschaft auch das Thema Einsamkeit nicht nur bei älteren Menschen, sondern auch bei jungen Menschen. Das heißt, wir haben auch eine ganz immer größer werdende Gruppe von Jugendlichen, auch zum Teil aus sogenannten guten Verhältnissen, die über den Konsum von zu viel Medien immer weniger Kontakte haben und dann auch noch Cannabis konsumieren. Und das ist so eine Kombination, die leider immer mehr zunimmt und auch in allen gesellschaftlichen Schichten zu finden ist. Und da mache ich persönlich mir die größten Sorgen, dass wir bei auch einem Fachkräftemangel und einer immer noch sehr hohen Schulabbrecherquote einfach eine ganze Generation mehr verlieren, wenn wir die Suchtmittel, in dem Fall Cannabis und auch die Medien, nicht mehr in den Griff bekommen, nicht mehr reglementieren, weil nur mit Präventionsangeboten, auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, werden wir dem nicht mehr Herr, auf gar keinen Fall. Herr Professor Rösner, die nächste Frage geht auch gleich an Sie. Jörg Schurich von dpa möchte gerne wissen, welche Befürchtungen hegen Sie konkret im Zusammenhang mit der Freigabe von Cannabis? Sind Sie gerade schon darauf eingegangen? Im Weiteren, welche Altersgruppe ist besonders betroffen? Mehr Mädchen oder dann auch mehr Jungen? Also Altersgruppe und Geschlechterzahlen habe ich nicht genau im Kopf. Das muss sicher Frau Golub fundierter beantworten. Wir haben aber natürlich überall den Trend, dass es früher zu einem Cannabiskonsum gibt, weil es jetzt schon ohne Legalisierung verfügbarer ist, weil es eher ein positives Image bekommt, im Gegensatz zum Rauchen, wo man sich dann auch so ein bisschen fragt, jetzt haben wir endlich die eine Sucht ein bisschen in den Griff bekommen, auch durch staatliche Maßnahmen, die sehr, sehr wirksam sind. Jetzt kommt durch die Hintertür wieder was anderes. Und zusammengefasst ist es einfach so, dass wir sagen, es gibt eine gewisse Gruppe, die eine gewisse Vulnerabilität hat, weniger soziale Kontakte hat, weniger stabil ist und die haben natürlich dann leichtere Ablenkungsmöglichkeiten, die dann in einen Teufelskreis führen können. Aber zu den ganz genauen Zahlen muss ich an Frau Golub verweisen, da ich kein Suchtexperte in der Detailtiefe bin. Ich habe gerade die Folie dazu zum Alter des Erstkonsums und sehe, dass im Durchschnitt 13,7, das heißt mit 13,5 Jahren im Durchschnitt wird Cannabis zum ersten Mal konsumiert. Ungefähr im gleichen Alter bei Jungen und bei Mädchen. Also wir sehen in der Suchtambulanz, das haben Sie auch in einer der Folien gesehen, dass es etwas mehr männliche Jugendliche sind, die uns aufsuchen. Ich muss aber sagen, von so affektiven Störungen, begleitenden Traumafolgestörungen und Depressivität sind Mädchen vielleicht
durch komorbide psychische Störungen häufig nicht weniger betroffen. Also das heißt, von beiden Geschlechten etwas mehr Anzahl an männlichen Jugendlichen, aber auch Mädchen kommen sehr häufig zu uns. Sven Eichstädt von der Ärztezeitung fragt nochmal nach, Sie sagten, dass es vor Delta die richtigen therapeutischen Mittel nicht gab, die Süchte bei Jugendlichen derart anzugehen. Welche therapeutischen Mittel von Delta sind jetzt wirklich neu? Vor Delta gab es Manuale vor allem für über 18-Jährige, vereinzelt auch für unter 18-Jährige, die eine spezifische Substanz behandeln. Ich kenne jetzt spontan kein deutschsprachiges Manual, das mehr als eine Substanz als primäre Substanz oder als primäre Zielgruppe hat. Was ganz neu ist, ist dieser enge Einbezug von den Familienmitgliedern, dass die Eltern oder Bezugsbetreuer, wir arbeiten auch mit Wohngruppen und mit Betreuer aus den Wohngruppen zusammen, dass auch die Unterstützung oder der Austausch mit den Angehörigen so zentral dasteht. Das Dritte, was auch neu ist, ist, dass wir im Vergleich zu, ich sag mal, früherer Meinung, man soll erst mal die Sucht behandeln und erst dann andere psychische Störungen, absolut der Meinung sind, es geht nicht getrennt. Also man muss sowohl auf die Suchtstörung eingehen, als auch auf die komorbide Erkrankungen. Man kann nicht sagen, die Depression oder die posttraumatische Belastungsstörung behandeln wird erst dann, wenn Jugendliche komplett suchtmittelfrei ist. Weil das ist ein Teufelskreis, beide Störungen oder mehrere bedienen sich gegenseitig. Sven Eichstädt hat auch noch eine ergänzende Frage. Also so wie er schreibt, hat er es bisher so verstanden, dass Delta im Wesentlichen auf die stationäre Therapie abzieht, aber Delta ist eigentlich für die ambulante Therapie, richtig? Als wir Delta konzipiert haben, haben wir auch versucht, im stationären Rahmen Delta zu implementieren. Und ich denke, Delta als Gruppentherapie kann als offene Gruppe auch im stationären Setting erfolgen. Die Evaluation von Delta fand im ambulanten Rahmen und in der Kooperation mit vollstationären Jugendhilfe statt. Vollstationäre Jugendhilfe sind Wohngruppen, vor allem die suchtspezifischen Wohngruppen, wo wir die Therapie auch angeboten haben. Das heißt, die Evaluation bezieht sich auf ambulanten Rahmen oder auf die Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Jugendhilfe. Aber die Konzeption ursprünglich war so, dass wir Delta auch im Rahmen Jugendsuchtstation anbieten können. Wir haben es bloß nicht evaluiert im stationären Rahmen. Nils Heutlers von der Sächsischen Zeitung möchte gern wissen, was passiert nach den 16 Sitzungen? Gibt es dann eine Nachbetreuung oder wie verhält sich das? Wir haben Follow-up-Termine und dann gibt es etwas, was man Treatment as usual nennt. Treatment as usual bei uns in der Suchtambulanz, ich würde sagen, im Durchschnitt in Deutschland ganz gut. Also wir sehen Jugendliche regelmäßig, je frequenter oder je öfter, je schwerer die Krankheit, desto öfter werden sie sich bei uns vorstellen bzw. stehen für Krisen zur Verfügung. Außerhalb der Suchtambulanz kann Treatment as usual in Deutschland sehr unterschiedlich aussehen, bis gar keine Versorgung und nur zu Entzugsbehandlung oder bei Ausbruch eine Psychoseeinweisung möglich. Ich kann das alles nur unterstreichen. Vielleicht kann man es noch mal ein bisschen deutlicher machen. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie haben eben viele der Patienten Läuse und Flöhe. Und auch anders als bei manchen somatischen Erkrankungen, im Durchschnitt auf jeden Fall deutlich häufiger, hängen die Läuse auch mit den Flöhen zusammen.
Und wir haben an verschiedenen Orten in Deutschland auch aktuell Forschungsprojekte am Laufen mit der Frage, wie können die ambulante Psychotherapie, die ja oft nicht ärztlich durchgeführt wird, mit dem anderen Extrem, also den stationären Behandlungsbereichen, besser zusammenarbeiten, weil es dazwischen ein großes Versorgungsdefizit gibt, was gerade bei Kindern und Jugendlichen ein Riesenproblem ist. Und deswegen bin ich auch so froh, dass wir hier eine Spezialisierung in einem sehr kleinen Fach der Medizin hinbekommen haben, wo wir eben sagen, wir können uns für Flöhe ganz besonders einsetzen und haben auch ganz tolle Expertise. Aber wir dürfen natürlich die Läuse nicht aus dem Auge lassen. Und das ist so ein bisschen das Problem, wo viele Familien im Alltag dann trotz der Spezialisierung, trotz des Deltor-Manuals, trotz der Suchtambulanz dann scheitern, weil einfach die Expertise und Zusammenarbeit das ist, wo es immer wieder knirscht und kracht und auch große Versorgungslücken noch bestehen. Auch noch ergänzend von Herrn Heutlers von der Sächsischen Zeitung. Gibt es Erkenntnisse darüber, warum die Jugendlichen vermehrt zu Cannabis greifen anstatt zu Alkohol? Wir haben keine Forschung dazu durchgeführt. Also ich habe selbst keine Studie dazu mit der Frage, eine spannende Frage. Was zunehmend aktuell zu sehen ist, ist diese Verharmlosung, dass Cannabiskonsum bei Jugendlichen häufig durch den Umfeld vom Jugendlichen akzeptiert wird. Vielen Dank. Sven Eichstätt nochmal von der Ärztezeitung. Konnten und können die Gruppentherapien für Jugendliche und Angehörige während der Pandemie stattfinden? Also die Versorgung in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie fand auch während der Pandemie statt. Wir mussten zu bestimmten Phasen die Elterngruppen pausieren und haben versucht, diese telemedizinisch anzubieten. Aber die Versorgung von Jugendlichen mit Suchtstörungen in unserer Suchtambulanz sowie auch von anderen psychiatrischen Patienten wurde nicht pausiert. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass unsere Leitung mit aller Kraft daran gearbeitet hat, dass wir weiter die Behandlung für suchterkrankte Kinder und Jugendliche anbieten konnten. Ich nutze das gleich mal noch für einen etwas größer wieder gespannten Rahmen. Es gibt ja viele Studien, die sagen, dass Psychotherapie auch über eine App oder online oder auch über Videosprechstunde, wie wir es tun, angeboten werden kann. Das ist bei therapiemotivierten und vielleicht auch älteren Patienten durchaus denkbar. Aber gerade bei sowas wie Suchterkrankung bei Kindern und Jugendlichen, die gar nicht so die große Motivation haben, ist einfach der persönliche Kontakt das A und O. Und insofern auch da so ein bisschen die Warnung, Apps werden es gerade bei Kindern und Jugendlichen nicht so unbedingt richten, wenn eine Versorgung zum Beispiel unter Corona-Bedingungen zusammenbricht. Und deswegen auch danke an alle, die da mitgewirkt haben, dass wir nicht völlig zumachen mussten, sondern immer noch einen kleinen Teil zumindest an Versorgung aufrechterhalten konnten. Isabel Sperlich von Radio PSR fragt Frau Dr. Gollub, von welchen begleitenden psychischen Störungen sprechen Sie im Konkreten? Können Sie da noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen? Es unterscheidet sich zwischen weiblichen und männlichen Jugendlichen. Mädchen, die zu uns kommen mit einer Suchterkrankung, haben ganz häufig affektive Störungen sowie Depressionen und emotionale Instabilität. Häufig verletzen sie sich selbst, berichten zur Suizidalität, ganz viele Traumatisierungen und Traumafolgestörungen. Jungs, die sich bei uns vorstellen, haben auch häufig Depressionen, haben auch häufig Traumaerfahrungen und posttraumatische Belastungsstörungen, aber auch häufig Störungen des Sozialverhaltens. Das ist diese Dissozialität, Regeln und Grenzen nicht beachten, Schulabsentismus und ADHS oder ADS. Das sind hyperkinetische Störungen.
die, wenn nicht behandelt, natürlich ja, also eine große Belastung darstellen. Und häufig zum Beispiel mit Cannabis kann man sehr effizient oder aus der Sicht vom Jugendlichen zu, sag mal, zu Entspannung, gerade bei hyperkinetischen Störungen wird Cannabis häufig zu Entspannung angesetzt. Auch bei posttraumatischen Belastungsstörungen das Gleiche, was dann natürlich zum Teufelskreis wird, weil Cannabis dann auf Dauer die Symptome verschlechtert. Anja Köhler vom Ärzte-Nachrichtendienst fragt Professor Rösner, welche Gründe gibt es, dass Jugendliche Süchte überhaupt entwickeln? Welchen Einfluss haben die Einschränkungen durch die Pandemie auf das Suchtgeschehen? Da gibt es natürlich relativ wenige Studien, die gut gemacht sind, weil einfach sehr, sehr komplex. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, zum Beispiel Einsamkeit, jetzt auch durch die Corona-Pandemie natürlich verstärkt, führt dazu, dass man sich einfach weniger gut fühlt. Und Frau Golub hat es ja gerade gezeigt, dass gerade Mädchen dann natürlich noch depressiver werden, noch mehr in sich hineinhorchen und dann eben auch dann eine Selbstmedikation starten. Wir sagen immer so ein bisschen platt, einem Kind, einem Jugendlichen, dem es innen gut genug geht, der wird nie ein Substanzmittel probieren, sondern eher die Warnungen hören und das Ganze dann auch, wenn er es denn mal probiert, gut im Griff haben. Also es geht schon so ein bisschen in Richtung Selbstmedikation der hier aufgezeigten und vorgestellten begleitenden Störungen. Und vieles davon ist natürlich gerade die stilleren Störungen, die eher bei Mädchen häufiger sind, in der Pandemie deutlich, deutlich angestiegen. Die nächste Frage auch an Sie, Professor Rösner, von Michael Deutschmann von der Bild-Zeitung. Gibt es konkrete Erkenntnisse zu den Auswirkungen der Corona-Einschränkungen in den zurückliegenden beiden Jahren auf den Drogenkonsum bei Kindern und Jugendlichen? Also es gibt eine Unzahl an Studien, die ich eher in der allgemeinen Psychopathologie kenne, die alle natürlich auch methodische Schwierigkeiten haben, weil es keine Nicht-Corona-Gruppe gibt, sondern alle ja unter der Pandemie leiden. Aber suchtspezifisch müsste ich an Frau Golub abgeben, ob es da was gibt. Ich kenne gerade keine Studie, die ich berichten könnte. Was ich sagen kann aus der klinischen Beobachtung in den letzten 2 Jahren, gibt es 2 Erkenntnisse, also vor allem Mediensucht extremst eingestiegen. Also es ist wirklich, ich habe jetzt die Zahlen nicht, wir werden versuchen, das auszuwerten, um die Zahlen tatsächlich zu haben, aber im klinischen Alltag sehen wir viel mehr Jugendliche mit Medienkonsumstörungen. Und in Bezug auf Substanzsucht ist es so, dass es mit der Verzögerung wahrscheinlich auf uns zukommt. Man kann sich vorstellen, in den harten Lockdown-Phasen waren Jugendliche häufig unter Aufsicht zu Hause. Heißt aber nicht, dass es dann nicht später oder mit einer Verzögerung zu Kontakten und Einflüssen kommt. Was wir sehen ist, dass wir während eines Lockdowns weniger substanzbezogene Störungen, Jugendliche, die damit zu uns kommen, sehen, aber danach deutlich mehr. Und das kann zu einem daran liegen, dass durch Zuhausebleiben, durch wenig rausgehen können, die Kontakte und Suchtstoffkonsum ein Stück weit weniger war, kann aber auch daran liegen, dass einfach keine Ressourcen in der Zeit sowohl von der Jugendhilfe als auch von der Familie zur Verfügung standen, während des Lockdowns sich, sich bei uns vorzustellen. Sowohl die Suchtambulanz als auch die Akutstation. Bei ersten Lockerungen kommen Jugendliche, die so krank sind, dass man weiß, also die Krankheit ist jetzt schon da gewesen, nur wurden sie bei uns nicht vorgestellt. Aber spannende Frage, also ich glaube, dass wir ein Projekt, die Daten auszuwerten und zu gucken, wie sich die Vorstellungsgründe entwickelten in den letzten 2 Jahren in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Nils Heutlers von der Sächsischen Zeitung möchte gerne noch mal wissen, warum gerade die Angehörigen so wichtig für eine Suchttherapie und dann wahrscheinlich auch den Erfolg der Suchttherapie sind. Und wie genau werden die Angehörigen in diese Therapie einbezogen? Also generell sind Angehörigen für alle Kinder- und Jugendpsychische Störungen extrem wichtig. Es ist so, dass Jugendliche lebt ja nicht im leeren Raum und die Interaktion mit der Familie ist gerade das, was häufig die Schwierigkeiten darstellt, die zu Rückfällen bzw. zu vermehrten Suchtstoffkonsum führen können. Es ist eine extrem schwere Aufgabe für die Eltern, Jugendliche mit Substanzkonsum zu begleiten. Und zwar so, dass man sowohl den Freiraum gibt, als auch elterliche Präsenz zeigt. Und um das zu lernen, um zusammen im Gespräch zu bleiben, sind diese Gruppentherapien sehr wichtig. Was dann auch nicht zuletzt wichtig ist, ist die Belastung der Familie insgesamt und auch durch die Erkrankung vom Kind-Jugendlichen und da auch Austausch zwischen den Familien führt häufig zu einer bedeutenden Entlastung. Dankeschön. Ich habe jetzt noch zwei Fragen hier im Chat stehen. Ich bitte die 30-sekündige Verzögerung mit zu bedenken, falls Sie noch eine Frage stellen wollen, dass ich das dann hier auch rechtzeitig sehe. Zunächst fragt aber nochmal Beate Dietze von MDR Sachsen, wie groß schätzen Sie den Bedarf an solchen Therapien ein und was sind aus Ihrer Sicht Erfahrungen oder aus Ihrer Erfahrung die Gründe für die Sucht? Die Warteliste für die Delta-Therapie beträgt aktuell ca. 3 bis 4 Monate. Also wir würden sehr gerne einen Therapieplatz früher anbieten. Das ist jetzt zum Bedarf. Und wir können aktuell nur Jugendliche aus unserer Region, aus Dresden und Umgebung versorgen, weil man ja zu uns kommen kann, kommen muss. Wir hatten immer wieder Nachfragen aus zum Beispiel Brandenburg, wo wir leider keine Möglichkeit anbieten konnten, die den Familien einen ambulanten Therapieplatz anzubieten. Die Gründe für die Sucht, das ist eine Riesenfrage. Die ist sehr, sehr groß und es gibt viele Studien, die sich damit befassen. Es gibt keine zwei Gründe für die Sucht, auch keine drei. Sind ganz, ganz viele. Man sagt, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt es sowohl ein Stück weit eine Prädisposition, eine Vulnerabilität, zum Beispiel erhöhte Impulsivität oder emotionale Instabilität als Persönlichkeitsmerkmale, als auch auf jeden Fall die Umgebungsfaktoren. Wie lebt der Jugendliche? Wie gut ist er oder sie in der Familie, in der Schule aufgehoben? Das heißt, also ich kann die Frage nicht mit einem Satz beantworten, auch nicht mit zwei. Das ist ein sehr, sehr vielfältig. Und ich glaube, die Frage wird nie mit einem Satz beantwortet werden können, weil Sucht ist häufig ein Tipp vom Eisberg. Also es ist schon ganz viel passiert. Und wie gesagt, also Jugendliche, die sehr gut aufgehoben sind, sowohl familiär als auch schulisch, probieren möglicherweise Substanzen oder gar nicht, werden aber nicht süchtig. Deswegen spielt schon die Umgebung und halt eine sehr bedeutende und zentrale Rolle. Und nochmal eine Frage von Sven Eichstätt von der Ärztezeitung an Professor Rösner. Er geht nochmal zurück zum Stichwort Selbstmedikation, nämlich wenn es in Richtung Selbstmedikation geht bei den Jugendlichen, die Drogen nehmen,
Welche Schritte wären nötig, damit die zugrunde liegenden psychischen Störungen zuvor erkannt und behandelt werden können und dann ohne Selbstmedikation? Ja, wir haben ja in Deutschland bei der körperlichen Gesundheit Riesenfortschritte erzielt durch die U- und J-Untersuchungen, durch die Eingangsuntersuchungen bei der Schule. Wir haben bei Zahnstatus, Impfstatus und so weiter wirklich Riesenfortschritte. Das Problem im eher psychischen Bereich ist, dass es natürlich sehr, sehr lange dauert, sowas zu untersuchen. Also ich kann nicht nur in den Mund reingucken, wenn wir jetzt mal den Zahnstatus nehmen und sagen, kein Karies, Zahnfleisch in Ordnung, sondern das ist ja immer ein etwas komplexerer Prozess. Wir haben in einem aus Eigenengagement gestarteten Pilotprojekt, was wir zusammen auch mit dem Psychologen der TU Dresden dann ein bisschen breiter ausrollen konnten durch Fördermittel vom gemeinsamen Bundesausschuss Innovationsfonds, mal schauen können, ist es denn vielleicht sinnvoll, den bisher besten Fragebögen mit 25 Fragen für Eltern auch in den U- und den J-Untersuchungen einzusetzen, also beim primärärztlich tätigen Kinderarzt, also praktisch dem Hausarzt für die Kinder, und konnten schon zeigen, dass wir nur mit diesen 25 Fragen deutlich früher erste Warnlampen angehen sehen. Aber dann ist natürlich wieder die Frage, was macht man mit all diesen Fällen, in denen die Warnlampe angeht, weil dafür ist einfach das System der Kinder- und Jugendpsychiatrie in ganz Deutschland, aber speziell in Sachsen, ein bisschen überlastet. Und das wäre natürlich der optimale Weg, dass man über diesen Fragebogen bei den U- und J-Untersuchungen guckt, wenn es erste Probleme gibt, und dann aber auch einen spezialisierten Ansprechpartner, heißt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, findet, um entweder Entwarnung zu geben, zu sagen, kann man abwarten, oder dann beispielsweise zu sagen, wir müssen auch schon an eine Delta-Manualbehandlung denken. Gut, ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr hier im Chat stehen, würde aber trotzdem noch ein paar Sekunden warten wegen der zeitlichen Verzögerung. Vielleicht kommt doch noch eine Frage rein. In der Zwischenzeit nur noch mal ergänzen, vielleicht können Sie kurz noch darauf eingehen, an wen sich vor allem dieser Leitfaden richtet. Also wer soll dann möglichst damit arbeiten? Kinder- und Jugendpsychotherapeuten Ärzte in der Ausbildung oder Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Sehr gerne auch Sozialarbeiter, die in suchtspezifischen Settings tätig sind. Da haben wir gerade ein Projekt Delta U, in dem wir im engen Austausch mit den Betreuen aus suchtspezifischen Einrichtungen sind, sodass bestimmte Elemente auch in den Einrichtungen unabhängig von uns angeboten werden können. Gut, dann vielen Dank dafür. Es kam keine Frage mehr rein. An der Stelle bedanke ich mich für die gestellten Fragen, bedanke mich auch bei Staatsminister Sebastian Gemko, bei Professor Rösner, bei Frau Dr. Gollub für ihre Ausführungen. Noch ergänzend auch der Hinweis, es wird dann ja später noch eine Pressemitteilung dazu veröffentlicht. Da können Sie das ein oder andere nochmal nachlesen. Und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag.